Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Kirby Nightmare in Dreamland und wir gehen in den Buttermilchturm und finden auch gleich erstmal ein schönes Schwert, mit dem wir auch gleich mal losrattern werden. So, und jetzt mal das Schwert zurück. Wow, es regnet Schirme. Und rein in die Tür. Und jetzt machen wir die Bombe da und alles geht kaputt und push! Wir machen alle Gegner kaputt und steigen weiter empor. Ja, ihr wisst, es ist ein Remake des ersten Teils. Deswegen kennen wir den Buttermilchturm bereits von den Levels her. Und treffen wir auf einen lustigen Wecker. Unseren Freund, den Wecker des Todes, den wir jetzt auch platt machen. Ja, und die machen wir auch kaputt. Und den Jimmy Laser und den fliegenden, keine Ahnung. Oh, da ist Energie. Und da oben sehe ich einen P-Switch oder so. Stern-Switch, keine Ahnung, wie die Dinge heißen. Na, egal, wir gehen erstmal hier rein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man da reinkommen soll, aber... Oh, wir sind schon im Finish. Das ging ja schnell. Drücke A. Ja, danke für den Tipp, Kirby. Und Stage Nummer 2 des Turms. So, jetzt haben wir unser Schwert wieder. Sag mal, diese fliegenden Schweinchen sind mir irgendwie neu. Die habe ich noch nie gesehen bei Kirby. Oder ich habe es einfach übersehen. Kann auch sein. Und rein da. Und ich kann bisher sagen, dass die... Ja... Remake Stages hier echt herrlich aussehen, auch im Hintergrund. Alles passt einfach wundervoll. Ich liebe es jetzt schon, Leute. Und du auch weg. Und du. Ich habe jetzt glatt vergessen, wer jetzt eigentlich der Boss war hier in der Buttermilchturm. Egal, finden wir es raus. Vielleicht gibt es eine Überraschung. Ja. Die lustigen Lintersteine, die wir auch... Oh, Alter, wie spawnen die Teile, ey. Ah, ne, komm, da fliegen wir auch. Hallo, wie... Alter, wie spawnt die denn? Das ist abnormal. Das ist ja schlimmer als bei Ninja Gaiden. Och nee. Och kommt. Ich kehre seit hoch. Ach, geht nicht. Fuck. Also da hat das kurz mit dem Respawn ein bisschen übertrieben, Leute. Jo. Und rein da. Haben wir hier? Secret? Ah, nein, ein Boss. Komm, ich mach mal so. Die schaffen wir auch so. Oder auch nicht. Gut. Dann eben auf die herkömmliche Art. Auch gut. Wer nicht will, der hat schon, ne? Bam. Und... Wow. Alter. Bam. Und bam. Und in deine Power. Der Rush Kirby ist wieder da. Na komm, rein durch die Tür. Soll ich dich Rush oder Sonic Kirby nennen? Ich weiß gerade nicht genau. Aber ich nenne dich Rush Kirby. Rush Kirby finde ich gut. Ah. Nein. Ah, ich wollte das Leben haben. Gut. Hornkäfer des Todes. Und
Du bist auch gleich erledigt, Freundchen. Stirb! Knockout! Jetzt haben wir eine Pawn! Rotzt alles weg! Oder auch nicht, egal. Gut, soll mir recht sein. Sau ich euch halt auf. Und weiter. Ah nein! Und aufwärts. In die nächste Stage, Nummer 3. Nein! Oh. Zu schnell gedrückt. Okay, alles so gelblich-grün. Ah, irgendwie mag ich den Buttermilchturm. Ich hab doch Feuern gedrückt! Naja, gut. Egal. Komm, jetzt bist du fällig. Jetzt liegt er. Haha, was sag ich, jetzt liegt er. Zack. Toll. Richtig toll, dass die direkt über mir respawnen. Also respawn, ich hab's ja schon oft hier bei Kirby gesehen. Ist manchmal ein bisschen unfair, wie die Feinde respawnen. Okay, das muss scheinbar so sein. Ah. Ah, cool, das kannst du also. Spike Kirby. Übrigens, so ein Leben wäre jetzt mal langsam nicht schlecht. Ich hab gerade ein bisschen wenig Leben. Boah, das war mal ein richtig guter Sprung. Und weiter geht's. In die Welt Nummer 4. Bäh. Immer höher im Turm und höher im Turm. Ah, Midnight schickt wieder seine... Ja, sein Fußvolk auf uns los. Weil er glaubt, er könnte uns besiegen. Aber da liegt er falsch. Denn wir sind... stärker als Midnight's Gehilfen. Wartet. Nee, wartet. Ja, oder einfach so. Du auch. Igel bist du also. Und du bist so ein Morgenstern-Freak. Haha, alle geschlagen. Bada! Vielen Dank für dein Schwert, Freundchen. Ah, meine Energie ist schon wieder rein. Ah, da war das Leben. Ah, da war die Energie. Ah, nein. Oh. Ich wollte das Leben haben. Lame. Ja, toll, meine Energie ist schon wieder. Hard Limit. Und was haben wir hier? Sprung. Okay. Dann halt den Sprung. Da waren wir vorhin schon. Da müssen wir nicht mal rein. Yes! Und flieg, und flieg, und flieg! Aha! Das... Oh nein! Ach.
Oh nein. Auch das noch Miniboss. Na toll. So, voll Energie. Schön. So, jetzt kloppen wir aber den Affen so richtig auf den Hintern. Komischer Donkey Kong. Was ist das eigentlich? Das ist so ein komisches. So ein. Keine Ahnung. So ein. Donkey Kong Gegner oder was es sein soll. Lol. Den habe ich, glaube ich, schon in der wundersamen Spiegelwelt schon gesehen. Ich frage mich, was das für ein komischer Affe ist. Naja, gut. Bisschen machen wir noch. Was haben wir jetzt? Stage Nummer 6. Gut, ich würde sagen, Stage Nummer 6 machen wir noch. So viel Zeit haben wir noch. Ey, diese Bomben, ey, die sind übelst gefährlich. Was sage ich, die Bomben sind übelst gefährlich. Ich weiß immer noch nicht diesen Radius von diesen komischen Bomben. Aber ich würde schon gerne mal wissen, was die für einen Radius haben, diese komischen Bombenteile. Mann. So, rein da. So, springen wir rüber. The door's open. The door's open! So, aufwärts. Ich wusste, dass du das machst, Freundchen. Ich wusste, dass du das machst. War. Du meine Güte. Rein da. Okay, Dunkelkammer. Ich sehe da was Schönes oben. Aber es scheint irgendwie. Ah, ich sehe es. Ein Leben. Hast du dir so gedacht, Freundchen? Ja? Ach, jetzt sehe ich, wenn man genau ihn betrachtet, kann man nämlich sehen, dass da Blöcke sind. Komm, Schwert. Und rein da. Was ist das denn jetzt? Ach, Mendo. Diesmal nicht, Freund. Diesmal nicht. Nein! Oh, ich hätte einen anderen Weg nehmen sollen. Gut, egal. Zwei Leben sind auch gut. Und da ist die Boss-Tür. Und wir gucken erstmal noch hier rein. Achso, ja. Das ist bloß. Ach so, ja, verstehe. Gut, das ist ein Portal. Aber Leute, ich würde sagen, den Boss machen wir im nächsten Part. Das war's für heute von Nightmare in Dreamland. Also bis zum nächsten Mal und schalte wieder ein, bis wenn es wieder heißt Kirby Nightmare in Dreamland. Euer Wacky Line. Tschüss.